Hallo bei mir im Küchengarten. Für alle, die neu hier auf meinem Kanal sind, ich bin Katharina. Für alle, die wieder vorbeischauen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich darüber. Während es hier bei mir im Küchengarten noch richtig kalt ist, es hat Minusgrade, die Erde ist gefroren, denke ich doch schon nach über die Anzucht dieses Jahr. Es wird bald losgehen und so habe ich mir gedacht, dass ich euch mal mitnehme, euch erzähle, wie ich meine Pflanzenanzucht vom Samen bis zur fertig auspflanzbaren Pflanze so mache. Vielleicht ist ja für euch was Neues dabei. Vielleicht überlegt ja gerade jemand, auch mit einem eigenen kleinen Küchengarten zu starten. Und ich möchte euch gern mitnehmen auf diese Reise durch die wunderbare Welt des Gemüses. Also nicht nur Gemüse, sondern Jungpflanzenanzucht im Allgemeinen, denn es geht natürlich auch um Beipflanzen, um Blumen, um Stauden, alles, was man so anpflanzen kann, um einen Naturgarten, um ein gesundes Miteinander der Pflanzen in einem Nutzgarten zu gewährleisten. Bevor ihr also mit der Pflanzenanzucht startet, solltet ihr einen wichtigen Punkt unbedingt abklären. Und zwar ist das der letzte voraussichtliche Frosttag in eurer Region. Das ist ganz einfach. Dazu geht ihr einfach ins Internet, gebt dort ein letzter Frosttag 2023 und eure Region. Und dann spuckt euch das Internet schon den voraussichtlich letzten Tag, an dem es richtig Frost geben könnte, aus. Hier in Mitteleuropa, ich weiß nicht, wie das jetzt in anderen europäischen Ländern ist, geht man da immer mit den Eisheiligen. Das ist die kalte Sophie, das ist der letzte Frosttag. In diesem Jahr ist das der 15. Mai. Und von diesem Tag rechnet ihr die Anzucht, also den Aussaattermin für die Pflanzen im Haus retour, also zurück. Denn die meisten Pflanzen, wenn man sie nicht geschützt anbaut in einem Gewächshaus oder Folientunnel, vertragen keinen Frost. Und deswegen werden wir sie dann erst nach einer Abhärteperiode nach dem 15. Mai nach draußen setzen. Wenn man sich überlegt, Pflanzen selbst auf der Fensterbank vorzuziehen, dann braucht man natürlich in erster Linie diverse Möglichkeiten, um das Substrat, die Erde für diese Samenkörner in Form zu bringen, sozusagen, also diverse Töpfe oder Tools, Werkzeuge. Das, was die meisten verwenden, sind wahrscheinlich diese Quick Pots in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen gibt es die. Viereckig mit passender Unterwanne. Die werden sehr gern verwendet, die sind total praktisch, verwende ich auch größtenteils. Die Vorteile liegen auf der Hand, sie sind schön kompakt, man kann sie alle einfach miteinander durch die Gegend tragen, vor allem wenn es dann so ums Abhärten der Pflanzen geht. Man kann sie wiederverwenden. Hier würde ich echt empfehlen, dass ihr auf Qualität Wert legt, also ein eher dickeres Plastik verwendet. Heutzutage gibt es da auch ganz viele schon aus recyceltem Plastik, also die aus Plastikabfällen gefertigt wurden. Hier habe ich zum Beispiel mal eine große Anzahl von richtig dünnen Quickpots gekauft und mit denen bin ich jetzt nicht zufrieden. Wenn man da die Pflanzen rauslösen will, zerbrechen die oft schon, zerreißen, und ich möchte ja über Jahre wiederverwenden. Also auf Qualität schauen, dann hat man lange Freude daran. Eine andere Möglichkeit, die Erde passend zu machen für die Aussaat, sind sogenannte Erdballenpressen, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Da mischt man das richtige Substrat hinein, streicht das Ganze ab, drückt die dann ganz einfach in diese großen Unterwannen und kann auf schnelle Weise ganz viele Erdballen herstellen, hat keinen Abfall, keine Töpfchen, und das Bewässern ist ziemlich einfach und auch die Wurzeln können sich ziemlich frei entfalten. Dann gibt es zum Beispiel auch noch ein Tool, das habe ich mir vor Jahren auch mal angeschafft. Das ist ein Töpfchenmacher aus Holz.
den habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, weil ich ihn nicht mehr verwende. Dann nimmt man einfach Zeitungspapier, umwickelt das Ganze und daraus lässt sich dann herrlich ein Töpfchen formen. Das ist sehr mühselig, wenn man eine größere Anzahl an Pflanzen aussehen möchte, dann ist man ewig dran, da diese Töpfchen zu machen. Teilweise zerfallen die dann auch sehr leicht nach dem Gießen. Das war jetzt nicht meine präferierte Methode. Wenn man nur wenig aussehen will, ab und zu mal Kräuter oder so, finde ich, ist das sicher eine tolle Sache. Man hat auch keinen Abfall, aber für eine etwas größere Menge jetzt nicht so praktisch. Dann sind auch ganz toll Aussaatschalen. Viele, auch ich, sammeln sich einfach im Supermarkt, bekommt man ja oft die Tomaten oder die Champignons in so größeren Plastiktöpfen. Dort kann man herrlich eine große Anzahl an kleinen Sämlingen, an Samen ausbringen und nachher, wenn sie die gewisse Größe haben, verpflanzen in größere Töpfe wie die Quickpots. Was ich in den letzten Jahren immer lieber benutzt habe, meine ganze Familie sammelt schon für mich, sind diese kleinen Plastikdöschen. Da ist sonst Konfekt drinnen, also Schokolade. Die werden dann vor allem zu Weihnachten werden die immer sehr gerne verkauft mit einer großen Masche drumherum. Das Tolle daran ist, dass die schon einen Deckel haben. Das ist quasi ein Mini-Gewächshaus. Was ich dann mache, ist mit einem Lötwerkzeug mir einfach noch Löcher hineinbrennen, damit das Wasser abfließen kann, das Überschüssige, und meine Pflänzchen keine Wurzelfäule bekommen. Was man danach natürlich auch braucht, sind größere Töpfe, in die man die Pflanzen, nachdem sie eine gewisse Größe bekommen haben, hineinpikiert. Da kann man sich jetzt einfach einen großen Satz kaufen. Die gibt es in verschiedensten Größen. Die kann man auch jedes Jahr natürlich wiederverwenden. Ich bevorzuge hier die viereckigen, weil sie dann wirklich schön auch in meine Wannen hineinpassen. Wenn ich sie zum Abhärten immer wieder herumtrage, muss man natürlich Platz sparen, damit man nicht ewig hin und her rennt. Man kann die natürlich auch einfach selber sammeln aus Joghurtbechern in verschiedensten Größen und dann brennt man sich einfach mit so einem Löttool oder mit einem scharfen Gegenstand, mit einem spitzen Schraubenzieher unten die Löcher hinein, damit das Wasser gut abfließen kann. Also da gibt es für jedes Budget das Passende, für jeden, der gerne recyceln möchte. Ich habe auch beides in Gebrauch. Funktioniert wunderbar. Und dann in das Kapitel der Gefäße für die Aussaat gehört natürlich auch die Beschriftung hinein. Denn wenn man viel aussät, glaubt mir, ihr habt nachher keine Ahnung mehr, was in welchem Topf ist. Am Anfang denkt man sich noch, ja, ich merke mir das schön. Aber vor allem, wenn man es dann zum Abhärten hin und her trägt, vor allem, wenn man verschiedene Sorten hat bei den Tomaten oder Paprika oder Chilis, man weiß es einfach nicht mehr. Und das ist dann im Nachhinein schade, auch wenn man selber Samen nehmen möchte oder Interessierten erzählen möchte, welche Tomate war jetzt da wirklich die, die so gut geschmeckt hat. Ist es schon peinlich, wenn man keine Ahnung hat. Zur Beschriftung, viele machen das so, dass sie sich einfach eine Liste zeichnen, passend zu den Quickpots, und dort die verschiedenen Sorten eintragen oder mit Nummerierungen. Bei größeren Töpfen beschriftet man dann natürlich einzeln. Günstig und nachhaltig sind da die Mundspachteln, die man im Medizinbereich verwendet. Die sind aus Holz, die kann man nachher auch wieder kompostieren. In den letzten Jahren ist ja auch beim Wegwerfgeschirr zum Beispiel die Nachhaltigkeit immer weiter aufgekommen und das Angebot und auch die Preise wurden einfach immer besser. Ich bin da jetzt auf Holzmesser umgestiegen, die bekommt man in jedem Discounter, sogar FSC zertifiziert, zu keinem Preis, und mit Stickern geht das, die man außen herum auf die Töpfe klebt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auf jeden Fall beschriften. Das ist ganz wichtig. Das nächste, was bei der Anzucht wirklich sehr wichtig ist, ist das Zusammenspiel zwischen Temperatur und Licht. Wenn ihr euch ein Samenpaket hernehmt und
drauf schaut, welche Keimtemperatur der spezifische Samen braucht, dann variiert das doch sehr stark. Also Salat will es eher kühl, zur Keimung braucht es sogar eher kühl. Und im Vergleich dazu brauchen es Tomaten und Chilis und Paprikas sehr warm, damit der Samen keimt. Sobald der Samen gekeimt ist und sein Köpfchen aus der Erde steckt, sieht es wieder anders aus. Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Pflanzen draußen im Garten wachsen, also natürlich keimen ohne unsere Hilfe, dann stimmt das Verhältnis Wärme und Licht schon total gut überein, so dass die Pflanze wirklich alles hat, was sie braucht. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, hier bei uns im Haus ist es schön geheizt, es ist wunderbar warm, damit wir es schön angenehm haben, aber das Licht draußen im Garten ist es natürlich immer noch kalt, denn wir haben Februar oder März und das natürliche Licht, auch wenn ihr ein Südfenster habt, ist eher spärlich, weil das jetzt draußen in der Natur so ist. Das heißt, wir geben diesem kleinen Sämling ganz einen falschen Eindruck bei uns auf der Fensterbank. Der denkt sich, oh, es ist warm, ich muss Gas geben, ich kann wachsen, alles ist in Ordnung, es ist die richtige Zeit. Dann denkt er sich, jö, wo ist denn das Licht? Ich muss das Licht finden. Wir haben aber kein Licht, weil es draußen immer noch Winter ist oder Frühling. Ja, was macht dieser arme Sämling? Er wächst und wächst und wächst und wächst, angetrieben von der Wärme, findet aber kein Licht, hat kein Licht, will sich dem Licht entgegenstrecken, er vergeilt. Das heißt, er wird ganz lang, schwach, alles das, was wir eigentlich nicht wollen. Das heißt, in dieser frühen Phase der Anzucht werden wir nicht umhinkommen, mit Kunstlicht zu arbeiten und versuchen, die Pflanzen nach der Keimung etwas kühler zu stellen. Da ist eine Temperatur so zwischen 15, 16, 17, 18 Grad, ideal je nach Pflanze. Und eine künstliche Lichtquelle, die zwischen 12 und 14 Stunden Licht gibt, ist auch unbedingt nötig, damit wir starke, gedrungene, langsam wachsende Pflanzen bekommen. Ich habe da ein sehr praktisches System mit meinen Kunstlichtpflanzen. Ich habe die an Ketten von der Decke gehängt. So kann ich nämlich variieren, je nachdem, wenn die Pflanzen dann größer werden. Also am Anfang brauchen sie, muss das Licht ja recht nahe über dem kleinen Sämling hängen. Und je nachdem, wenn sie dann größer werden, kann ich mit diesen Ketten sehr einfach das Pflanzlicht weiter in die Höhe stellen. Jetzt seht ihr aber auch, wie wichtig es ist, nicht zu früh mit der Aussaat anzufangen, denn es ist gar nicht so leicht, diese natürliche Harmonie zwischen Licht und Temperatur künstlich zu erzeugen. Es kostet natürlich Energie, das heißt, wenn man recht kurz damit auskommt, diese künstlichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, ist es natürlich kostengünstiger. Bei der Aussaaterde könnt ihr es euch wirklich sehr einfach machen. Da gibt es einige verschiedene Angebote in Gartencentern. Da könnt ihr euch schon eine fertig gemischte kaufen. Oder ihr mischt euch das Substrat selber. Ich persönlich bevorzuge diese Methode, weil es sehr effektiv ist und im Endeffekt auch kostengünstiger. Die Grundlage für jedes Anzuchtsubstrat lautet möglichst wenig Nährstoffe. Und zwar möchten wir somit die kleine Pflanze dazu anregen, möglichst viel Wurzeln auszubilden auf der Suche nach Nährstoffen. Außerdem sollte das Substrat möglichst locker und fluffig sein und gut das Wasser speichern. Als Grundlage für mein Substrat verwende ich immer Kokoserde. Die bekommt man so gepresst. Das finde ich total super, weil so muss ich mich nicht mit den ganzen Säcken abschleppen. Da gibt man einfach eine gewisse Anzahl Wasser dazu. Nachher wird das richtig schön fluffig und leicht. Dort sind überhaupt keine Nährstoffe enthalten und natürlich auch keine Schädlinge, was ja auch noch ein großer Vorteil ist. Ich mische mir dann immer dieses Kokossubstrat mit ein paar Händen voll
Kompost, den kaufe ich mir im Gartencenter, aber nicht zu viel, wie gesagt, nicht zu viele Nährstoffe. Und was ich dann auch noch sehr gerne dazugebe, ist sogenannte Perlite. Das ist natürlich vorkommendes vulkanisches Gestein. Das wird aufgepufft und aufgrund von dieser porösen Struktur speichert es extrem gut die Feuchtigkeit und auch den Sauerstoff. Mehr ist hinter so einem Anzuchtsubstrat überhaupt nicht dahinter. Ich habe in den letzten Jahren damit sehr gute Erfolge erzielt und werde es auch dieses Jahr wieder so machen. Zum Schluss dieses Videos möchte ich euch gerne noch etwas zum Düngen der neuen Setzlinge, der neuen Pflänzchen erzählen. Die Erde, wie gesagt, das Substrat, das wir uns selbst gemischt haben oder auch das gekaufte, ist ja nur sehr schwach gedüngt. Das heißt, irgendwann sind die Pflänzchen zu groß, haben den ganzen Dünger aufgebraucht. Die Wurzeln schauen schon überall heraus auf der Suche nach Dünger. Ich habe es mir dann zur Routine gemacht, einmal in der Woche zuzudüngen. Da gibt es natürlich auch wieder vom Handel spezielle Anzuchtdünger. Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die sind speziell abgestimmt auf den Nährstoffbedarf von kleinen Pflänzchen und unterstützen auch noch das Wachstum. Zusätzlich gieße ich auch noch regelmäßig mit EMA-Lösung, also aktivierten effektiven Mikroorganismen. Die stelle ich mir im Keller her. Das ist jetzt keine Düngung in dem Sinn, sondern diese Mikroorganismen haben einfach viele positive Einflüsse auf die Pflanzen, auf die Erde. Oder ich habe ja seit einem Jahr jetzt auch wieder einen Wurmkomposter, der dieses Mal wirklich gut funktioniert. Da kann ich regelmäßig den heiß begehrten Wurmsaft abzapfen, der natürlich wahnsinnig reich an diversen Nährstoffen ist. Den verdünne ich dann sehr stark mit Wasser. Und wenn ich jetzt gerade keinen Anzuchtdünger, keinen gekauften zu Hause habe oder mal abwechseln will, gieße ich dann mit diesem verdünnten Wurmsaft. Da muss man immer ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen und auf seine Pflänzchen schauen und hören, damit man merkt, was sie brauchen, ob es gut ist mit dem Düngen oder nicht. Das war's von mir zum Anzucht 1x1. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wenn ihr Fragen gehabt habt zu diesem Thema. Ich wünsche uns allen eine ganz tolle Aussaat- und Anzuchtsaison. Das ist immer wunderschön am Anfang des Jahres der neuen Saison. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf oder abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!